Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Wow. Ach, komm. Ich hab's. Und hier kann ich auch rüber? Wow. Wow. Na, das ist das Haus mit Sicherheit nicht, doch. Das muss das Haus sein. Oder das ist das Haus. Wie komme ich denn da jetzt rein? Was? Oh. Merkwürdig. Unten oder oben? Unten, aber da komme ich nie rein. War der nächste? Ich denke mal hier rein. Und dann wahrscheinlich irgendwie runter, aber hier kann ich nur hoch. Was? Was fehlt dir in deiner Familie am meisten? Oh, auf jeden Fall Mutters Kochkunst. Sie macht ein köstliches Senfhuhn. Warte, 20 Säcke Getreide. Wir brauchen die Säcke und für zig von Kunden. Schlimm, was sie jetzt von mir halten würde. Gaia führte einen regen Briefwechsel. Oh. Dann hau doch ab, ey. So langsam. Aber wo sind die Kinder? Da bist du ja. Die sind irgendwo unten. Nur ich finde sie nicht. Ich kann hier nicht rein. Hier kann ich auch nicht rein. Ich kann auch nicht zerstören. Was? Ja, komm her, los. Hey! Was ist das, du Ratte? Gar nicht gesehen, den Typen, ey. Total reingerannt, aber nicht gesehen. Warum hatte die Wache diesen Schlüssel? Er muss etwas Wichtiges öffnen. Ja, die Zellentüren für die Kinder. Hier, der Schlüssel. Ist doch klar, ist doch logisch. Lebe ewig. Schickt Neff dich? Nein, der junge Ifri. Wo ist er? Wie meinst du das? Ich bin dir hierher gefolgt. Bring Matt hier heim. Los.
Hey, warum gehst du nicht mit ihnen? Ich spüre die Schlampe auf, die meiner Familie das angetan hat. Wenn du mir dabei helfen willst, triff mich beim Haus von Neff. Können wir nicht einfach jetzt zusammengehen? Ist doch wesentlich einfacher. Ich weiß nicht mal mehr, wo das Haus von Neff ist. Ah, nur weil ich gerade in der Nähe bin. Das war Level 30 und das bin ich noch nicht, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ich kann sie ja trotzdem schon mal annehmen. Wie hässlich, sie vor den Kleinen zu töten. Was war los hier? Theus! Außer Aeni! Wer war er? Neff. Wir Kinder nannten ihn Vater. Das ist sein Haus. Das ist sein Haus! Du bist verletzt. Darauf scheiß ich. Die römische Hexe, die das getan hat, fährt heute mit dem Boot nach Alexandria. Hilf mir, sie stückchenweise an die Krokodile zu verfüttern. Ich gehe auch allein. Du brauchst nicht noch mehr Blut vergießen. Ich tue das selbst. Wäre es das denn wert, die Kinder ohne Schutz zu lassen? Zerstöre ihre Namen, Bayek von Siva. Ist ja Eile gut. Ist geboten. Sonst flieht dieses Monstrum noch. Senu findet ein Schiff mit bunten Segeln schneller als ich. Okay. Die will nicht so quasseln. Such nach einem Schiff mit schickem Verdeck. Die Schlampe mag's gemütlich. Woher kanntest du meinen Namen? Ich kenne jeden Naked Yadid auf den Straßen von Memphis. Gut, das erklärt einiges. 30. Wo ist sie denn? Am Arsch der Welt. Bäh. Da hinten? Wie soll ich denn da hinkommen so schnell, ey? Das nächste da dran. Ja, kann. Ist nur das hier. Dann versuche ich das mal eben hinzukriegen. Nicht, dass sie dann wirklich abhaut. Ich weiß ja nicht. Über einen Zoo mit mehreren exotischen Tieren, von denen. So. Ich brauche definitiv mein Pferd. So, und los geht's. Bewegung! Los! Könnte schwer bewacht werden. Oder schwer bewacht sein. Aber das ist etwas, was mich jetzt nicht gerade abschreckt. Das könnte ich hinkriegen. Oh. Das wäre nicht das Problem. Eigentlich könnte mir nichts zum Problem werden. Es sei denn, es ist sowas wie so eine Art. Wow. Achso, die nicht verfolgte Küste in der Nähe. Ja. Her! Ich weiß gar nicht, kann mein Pferd eigentlich schwimmen? Oh. Okay, ich muss absteigen. Und fahre jetzt mit dem Boot. Das ist eine gute Idee. Natürlich könnte ich es mir auch wesentlich einfacher machen, wenn ich überall diese Adlerpunkte entdecke. Dann könnte ich nämlich hin und her reisen. Aber ich finde, so macht es ja auch viel mehr Spaß, ne? Zum Teil. Mein Boot fällt gerade auseinander.
Okay, Senno. Sie hat's. Ich hoffe, ich bin auch schnell genug. Ja, ich war mir gerade jetzt wirklich nicht sicher. Es kann ja wirklich sein, dass es zeitlich begrenzt ist, die Quest. Ich wollte es natürlich jetzt nicht austesten, weil ich finde es schon schöner, wenn man die Quest auch wirklich beendet. Vor allem mit dieser Hintergrundgeschichte, dass sie halt die Kinder und so gefangen nimmt und alles. Ich bin da. Kann ich ganz schnell hinterher schwimmen? Das passt. Oma, wir stehen mit dir. Wann hast du deine Familie das letzte Mal gesehen? Jetzt muss ich vorsichtig sein. Ich kann es kaum abwarten, dieser elenden Kavit den Hals umzudrehen. Für wen halten die uns? Die Beschützer der Bevölkerung oder Verbrechensbekämpfer oder sowas? Oh. Ein Tetrabol für den Abfall? Du machst Witze, habe ich gesagt. Können wir das Schiff nicht etwas drehen? Mir sticht die Sonne in die Augen. Ach, einer nur. Eine sinnlose Reise. So wenig Fracht und gar keine menschliche. Wachen! Hier ist ein Eindringling auf meinem Schiff! Bleib weg von mir! So, komm. Oh oh. Ja, das sieht schlecht aus für mich. Datteln, Feigen, ein schwarzes Schwein. Hab ich dich. Verdammt, wir müssen aufholen. Schon langsam. Hallo? Bleib weg von mir! Okay. Hab dich! Du bist dran, wenn ich mir auch nur einen Fingernagel abbreche! Ich werde dir opfern, Pluto, wenn du mich verschonst. Nein. Feigen, ein schwarzes Schwein. Scheiße. Ich muss das irgendwie anders hinkriegen. Ich glaube, ich muss von ich weiß nicht, wie ich angreifen soll. Eile ist geboten. Sonst flieht dieses Monstrum noch. Och mein Gott, jetzt muss ich echt wieder... Das ist doch jetzt echt blöd. Was war das denn? Oh. Ich habe jetzt gerade keine andere Wahl. Ich muss mir irgendwie ein Boot beschaffen. Hey. Die Götter lieben großzügige Seelen. Ne, bin ich nicht redet.
Ich dachte, der boxt den jetzt und schmeißt ihn dann vom Schiff runter. Okay, ich muss anders vorgehen. Am besten mit Rauchbomben, oder? Die würden es auch bringen. Ja, da hast du dein Boot wieder. Diese Zone ist tabu. Okay, da sitzt nur einer. Ich kann es kaum abwarten, dieser elenden Kavit den Hals umzudrehen. Können wir das Schiff nicht etwas drehen? Mir sticht die Sonne in die Augen. Abschaum! Wachen! Hier ist ein Eindringling auf meinem Schiff! Verdammt! Schon erschöpft? Ich werde dir opfern, Pluto, wenn du mich verschonst. Datteln, Feigen, ein schwarzes Schwein. Bleib weg von mir. Einen habe ich ja. Du bist dran, wenn ich mir auch nur einen Fingernagel abbreche. Hab ich dich! Ich töte dich! Bleib weg von mir! Schieß den da runter! Hier kommst du nicht! Ich muss das jetzt so machen. Das ist jetzt zwar eine blöde Taktik, aber anders geht's jetzt nicht. Ich werde dir opfern, Pluto, wenn du mich verschonst. Datteln, Feigen, ein schwarzes Schwein. Das war's. Stirb! Du bist dran, wenn ich mir auch nur einen Fingernagel abbreche. Das hat nichts gebracht, war du Arsch. Er versucht wegzuschwimmen. Ich werde dir opfern, Pluto, wenn du mich verschonst. Datteln, Feigen, ein schwarzes Schwein. Bleib weg von mir. Na komm her, los. Was war das denn? Das war ich. Du bist dran, wenn ich mir auch nur einen Fingernagel abbreche. Was? Merkwürdig. Ich werde dir opfern, Pluto, wenn du mich verschonst. Datteln, Feigen, ein schwarzes Schwein. Ach Mann. Was? Bleib weg von mir! Stirb schon erschöpft! Scheiße! Du bist dran, wenn ich mir auch nur einen Fingernagel abbreche! Los, Senno! Ich werde dir opfern, Pluto, wenn du mich verschonst.
Datteln. Jetzt fall da runter, ey. Für was brauche ich ein schwarzes Schwein? Schieß den da runter! Hab ich den. Bleib weg von mir! Boah. Versuch wegzuschwimmen! Du bist dran, wenn ich mir auch nur einen Fingernagel abbreche! Hey, nichts. Da draußen ist doch was. Geh dich mal umsehen und trotzdem vorsehen. Hey, was? Friss das! Ich werde dir opfern, Pluto, wenn du mich verschonst. Datteln! Ich brauche ja nur sie, ne? Schwein. Verdammt, wir müssen aufholen! Bleib weg von mir! So. Jetzt bin ich auf jeden Fall hinter ihr, also bei ihr. Hey! Du bist dran, wenn ich mir auch nur einen Fingernagel abbreche! Ich decke dich. Alles gut, Philos. So. Kavit hatte ihre Rache. Das sollte sie besänftigen. Und tschüss. Schön, 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 schön. Das ist sehr schön. Die Schuppen, Dilemma mit der Bäckerin, Timo fleht Bayek an, bei ihrem Ritual zum Schutz ihres ungeborenen Kindes zu helfen. Sei wachsam, Philos. Finde das Geschäft. Ich decke dich, Bruder. Das Geschäft ist da. Und wir reisen dort jetzt hin. Ja, manchmal geht es halt nicht so schnell, wie ich gerne hätte, aber ich krieg's immer wieder hin. Das ist jetzt natürlich ziemlich viel ägyptische Frauen konnten, keine Ahnung, ich konnte es jetzt nicht schnell genug lesen. Okay, da kann ich eben hinlaufen. Brauche ich jetzt kein Pferd für. Und mein Freund ist wieder hier. Ein verlassenes Grab. Die Magd meinte, es gäbe dort einen Laden. Komischer Ort dafür. Ja, du. Willst du dich nicht mit drum streiten, ne? Na herein in meinen Laden. Ich bin ein Typ. Aber egal. Ein Magi. Wie überraschend. Ehrlich? Deinesgleichen sah ich schon eine Weile nicht, Magi. Wir sind sehr selten. Wie Händler, die ihr Geschäft in einem Grab aufschlagen. Meine Kunden mögen es ruhig. Große Auswahl scheinen sie nicht zu mögen. Meine Kunden wissen, dass ich ihnen alles besorgen kann. Ich hoffe, das gilt auch für mich. Ich sehe mich mal um, ja? Aber sicher doch. Lass dich dabei nicht stören. Verzeihung, aber die Geschäfte rufen. Ich bin bald wieder zurück. Ein Inventar. Der blauglasierte Talisman ist hier aufgeführt. Ich sollte mich weiter umsehen. Und die haut schnell ab? Hier gibt es nichts von Wert. Warum verkauft die Händlerin hier solch billige Ware? Ah, sie verbirgt etwas. Ja. Oder kostbaren Statuetten? Und in der zweiten Kammer liegen die weltlichen Güter des Horapollon und der Shesh. Ihnen zum Schutze und zur Nahrung. Die Botschaft ist unvollständig. Wie wohl der Rest lautet? Hm?
kann hier was bewegen. Die Händlerin wollte nicht, dass ich diesen Teil des Ladens sehe. Das hier muss Diebesgut sein. Ein Fruchtbarkeitstalisman. Timehotep wird sich freuen. Das waren alle. Dann kann ich mich jetzt mit Timehotep treffen. Los! Oh, fuck. Du hast dich lang genug umgesehen, Magi. Oh, jetzt habe ich alle. Es ist unehrenhaft, so leichte Beute zu töten. Hör mal, wie viele... Dafür lasse ich dich leiden. Na komm her, du. Schaff doch die alte Haut ab. Also ist jetzt nicht abgehauen, sondern... Möge der Oberste der Handwerksmeister mir vergeben. Ich war mir ganz sicher, dass er den Fluch über Memphis gebracht hat. Das haben viele gedacht. Das kann man dir nicht vorwerfen. Ich sprach kürzlich zufällig mit einem Priester des Anubis, als ich im Tempel beten war. Sieh einer an, was man da gehört hat, wa? Falsch. Ein Geschenk der Götter, Nebenquest, Stufe 23, okay. Los, Pferdchen, komm her. Er flüsterte mir böse Gerüchte über Pascha Rempta ins Ohr. Er sprach von einer Schändung der Rituale und anderen furchtbaren Dingen. Seid ihr schön vorsichtig? Du kommst uns besuchen. Wie ich sehe, hat Cortesius sein Versprechen gehalten. Er ist schon weitergezogen. Hast du die anderen gesehen? Jetzt ist wieder alles wie früher. Freut mich zu hören. Komm jederzeit wieder. Wir sind eigentlich immer hier. Ach, wie süß. Na gut, meine Lieben, aber ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.